Los geht es, lang ersehnt, City Skylines 2 ist draußen und wir schauen natürlich rein in City Skylines 2, nicht nur hier auf YouTube, sondern natürlich auch zwischendurch mal live auf Twitch im Livestream. Da müssen wir natürlich wirklich mal gucken, was da geht oder vielleicht sogar hier als schöne kleine Serie immer mal wieder auch live im Stream auf YouTube. Denn das geht ja auch immer wieder ganz gut, gerade bei solchen Sachen, die halt richtig schöne Langzeitprojekte sein können. Sowas wie City Skylines 2. Also, schauen wir mal rein. Wir machen ein neues Spiel. Ich habe vor einigen Tagen schon ein bisschen reingeguckt und auch schon ein bisschen länger reingeguckt. Und ja, fürs erste Video oder ich würde sagen auch für die nächsten folgenden Videos hatte ich mir überlegt, wir machen einfach mal so ein bisschen das Ruhrgebiet vielleicht. Wir haben einen schönen Fluss, so weit wie den Rhein. Und da platzieren wir dann schön so kleine Dörfchen ringsherum und verbinden das dann irgendwann zu einer riesen Gigastadt Ruhr. Ja, gucken wir mal, was da passiert. Und wie sich das entwickelt und ob das überhaupt umsetzbar ist. Ich bin mega gespannt. Wir gehen rein, wählen die Karte und los geht's. Und da geht es los. Wir starten wie gewohnt hier in einem, ja, in einem Quadrat und haben dann eben von hier aus die Möglichkeit, alles Stück für Stück freizuschalten. Was ich natürlich ganz gerne mache in diesen Games, ist einfach dieses freie Bauen, ohne dass man da irgendwie groß Begrenzung hat. Von daher habe ich hier die ganzen Begrenzungen einfach mal rausgenommen. Das heißt, wir können hier nach allen Regeln der Kunst schon mal anfangen und bauen und testen und probieren und sind nicht einfach begrenzt durch ja, das Vermögen sozusagen oder durch anderes. Ich muss mal eben kurz schauen, wie wir das am besten aufbauen. Ich würde ja fast sagen, wir machen das so als Map und nehmen das jetzt hier quasi als Ruhrgebiet. Hier oben haben wir Norden, passenderweise bis zum Meer. Hier geht der Rhein dann runter. Ich hoffe, dass das so einigermaßen passt. Ich muss mir das nochmal angucken auf Google Maps, dass wir dann da, guck mal, da haben wir hier die dicke. Das ist doch hier, da könnten wir hier Krefeld hinmachen zum Beispiel. Hier oben rein kommt Duisburg, das sieht doch ganz gut aus. Und dann geht das hier runter bis hin nach Düsseldorf, sehr schön. Krefeld, Düsseldorf, Duisburg bis hier oben nach Moers. Dann bauen wir jetzt anfangs einfach mal so kleine Dörfchen. Wir verbinden das groß und sehen zu, dass das dann Stück für Stück wächst. Denn wenn man alles nur dicht auf einem Haufen macht, wie man es halt kennt, und das hatte ich jetzt in den letzten Tagen mehrfach probiert, man kommt natürlich immer so begrenzungsmäßig einfach ans Limit, was den Platz betrifft. Und deswegen habe ich gedacht, komm, wir machen das Ganze erstmal groß. Und hier in der Übersicht, da können wir das groß machen. Und zwar richtig groß. Ich hocke da gerade vor. Aber wir haben hier unten die Möglichkeit, 432 Fältchen nachzuholen. Also richtig, richtig viel. So, ich habe mich mal eben umgestellt. Ich glaube, von hier aus ist deutlich besser, denn hier unten in diesem Bereich, da ist doch auch immer mal wieder was Wichtiges angezeigt. Gerade auch hier die Nachfrage nach Wohnraum. Ich mache mal eben Pause im Game. Auch das sieht man ja jetzt hier unten. Und wir haben jetzt, wie gesagt, hier auf diesem Feld die Einstellungsmöglichkeit oder wir können hier Felder dazu kaufen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, Duisburg noch dazu kaufen wollen würden, das kostet jetzt 9000 Cash. Das dann 11.000 und so weiter. Das kostet dann 7.000. Je nachdem, was für ein Untergrund ist, hat man dann die verschiedenen Preise. Und weil wir ja hier groß bauen wollen, fangen wir erstmal so an. 17.000 kaufen wir das dazu und haben jetzt quasi hier schon mal einen guten Start. Mit Rechtsklick kann man das wegmachen. So, dann hat man das hier schön schon mal als Basisspielfeld sozusagen. Ja, und damit legen wir jetzt los.
Wir brauchen natürlich hier eine Verbindung rüber. Und ich würde gerne, eigentlich gerne in Duisburg anfangen. Aber wenn ich das so sehe, das nehmen wir hier einfach mal als Autobahn 40, A40. Das geht hier rüber und dann landen wir hier irgendwann auch in Mülheim und vielleicht kommen wir hier noch bis nach Essen und dann kommen schon die Berge. Ja, ich denke, da haben wir die nächsten Tage, Wochen einiges zu erledigen. Das sieht auch schon ganz gut aus. Hier oben wäre dann schon die nächste. Wir machen hier einfach mal das Dörfchen Mörs hin und ich glaube, so ganz klein kriegen wir das gar nicht hin. Denn, ja. Ich sag mal, grob kriegen wir das nur hin, denn sonst müssten wir hier deutlich näher ranzoomen sozusagen. Aber von hier aus kriegen wir doch bestimmt. Ich mach mal Straßen. Bleib mal so. Und dann nehmen wir hier die Zweierstraße. Diese und die setzen wir jetzt hier erstmal vor. Das ist schon mal richtig gut. Diese Einstellungsmöglichkeiten mit den Winkeln, die Anzeige. Grad Winkel genau und so weiter. Also man kann das jetzt richtig schön kombinieren. Man kann auch später solche Spielchen hier machen, dass man dann sagt, okay, ich hätte gerne hier so ein Grid, so ein Raster und dann bauen wir hier einfach New York City nach oder sowas. Also viele, viele Einstellungsmöglichkeiten jetzt hier im neuen Teil, die richtig Bock machen. So, wir fahren jetzt erstmal rüber. Ich würde sagen, wir fahren erstmal bis hierhin und brückenmäßig und ähnliches machen wir dann. Das haben wir schon mal. Und von hier aus machen wir dann aber auch einen Abzweig und machen hier die erste. Machen wir das mal so. Einmal gerade und dann gehen wir hier aber so ein bisschen mal in die Kurve rein. Also einmal so und dann ziehen wir die Kurve hier einmal so ein bisschen rum. Perfekt. So, und von hier aus gucken wir dann gleich weiter, dass wir eben hier das erste Dörfchen sozusagen machen, die erste kleine Ansiedlung von Wohngebiet sozusagen. Dass wir das Wohngebiet hier haben. Und zentral versuche ich dann irgendwo die gesamte Elektronik und Abwasser und so, dass das alles ja nicht so riesig wird und auch von den Verschmutzungen nicht so viel wird, sondern immer mal punktuell alles so ein bisschen vorhanden ist. Also, wir sind hier jetzt in Moers und wir machen jetzt hier natürlich ein paar kleine Straßen. Ich glaube, jetzt wird es schon sehr experimentell, beziehungsweise nicht mehr so ganz realistisch. Wir brauchen jetzt natürlich kleinere Wege und Gassen. Und da nehme ich jetzt gerne tatsächlich auch hier diese Gassen. Und wir bauen das mal hier so ein bisschen nach. Ich glaube, ich gehe hier auch noch mal in die Rundung rein. So. Und dann ziehen wir das hier mal so ein bisschen rum. Das sieht auch schon ganz vernünftig aus. So. Dass wir hier so ein bisschen die Rundung haben, nicht so viel Überlappung. Und dann gehen wir hier einfach noch mal runter. Zap. So. Dann haben wir das. Da müssen wir natürlich gucken, was wir hier alles benötigen. So, dass die Leute auch alles bekommen, was sie brauchen. Was richtig cool ist, das kommt, da kommen wir gleich zu, sind so Parkplätze und sowas. Das finde ich ja mega gut. Und was natürlich auch wichtig ist, jetzt gerade auch schon beim Vorplanen, Platz lassen. Einfach viel Platz lassen. Das ist wirklich immer essentiell. Oder man muss halt am Ende einfach immer wieder gucken, dass man dann doch Sachen einfach wieder abschneidet. Knallhart. Was willst du machen, ne? So, jetzt müssen wir da nochmal ein bisschen neu. Das machen wir so. Kriegen wir die Rundung jetzt hier schön angepasst. Na guck, das ist doch schon fast perfekt, die Rundung. Die nehmen wir doch so. Sehr gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal so ein bisschen schönes Seaside. So ein paar Wassergrundstücke. Das machen wir auch so. Sehr gut. Passt richtig gut. Und jetzt ist natürlich zu überlegen, verbindet man das oder vielleicht eher nicht? Ich glaube, wir machen hier später vielleicht noch ein bisschen was anderes hin. Aber ich lasse das erstmal noch. Das lassen wir hier auch so.
Hier könnten wir in der Mitte nochmal eine Verbindung machen. Das war das. Einmal hier nochmal so ein bisschen langziehen, genau. So, dann haben wir hier zwei rein. Das kriegen wir auch connected. Das machen wir einfach mal mit gerader Straße hier. Also es baut sich sehr, sehr angenehm, muss man wirklich sagen. Es fühlt sich wirklich gut an, es baut sich sehr angenehm. Also so von den Funktionen her bisher alles richtig, richtig gut. Wir sind ja noch im Pause-Modus. Von daher schauen wir mal, wie wir das jetzt hier aufbauen. Wir haben hier unten eine Anzeige. Was wollen die Leute oder was wird alles gerade gesucht? Und da haben wir natürlich Wohnnachfrage nach geringer Dichte. Also die klassischen Einfamilienwohnungen. Und wenn wir hier draufklicken, jetzt sind wir hier in diesem, ja, in diesem Besatzfeld, wo wir jetzt quasi alles hier nach Wunsch besetzen können mit normalen Anwohnern, also Einfamilien. Machen wir mal hier die unterste Linie einmal komplett und dann würden die gleich anfangen zu bauen. Bevor wir aber loslegen, brauche ich Strom, Wasser und alles andere, was man noch so braucht. Und ärztliche Versorgung und. Also das wird halt richtig, richtig viel. Und ich glaube, Wasser versuchen wir mal von hier zu nehmen, ne? Wir nehmen das einfach mal hier als Wasserquelle. Wir gehen mal hier in das Wasserbaumenü. Haben hier eine Wasserpumpstation, das ist gut. Und die platzieren wir doch einfach mal hier. So. Und dann pumpen wir das gleich rüber. Und wir brauchen, oder Wasserturm, Grundwasser. Das ist auch richtig, richtig gut. Guck mal hier. Wir könnten das auch hier an solchen Grundwasserstationen stellen. Und von hier das Grundwasser heranziehen. Auch richtig nice. Auch ein ganz wichtiger Punkt für die Planung, wenn man überlegt, wo stelle ich denn was hin? Die Windrichtung. Wenn man hier auf Elektrizität geht und dann auf Windrad, sieht man, wohin weht der Wind. Und gerade wenn man Industrie baut, hat man riesig große, flächendreckige Luft. Also die Luftverschmutzung, wenn man Industrie baut, ist immens. Und dementsprechend muss man wirklich auch da ganz vorsichtig sein oder genau überlegen, wo baut man halt die Industrie hin. Ich werde versuchen, das alles ein bisschen, vielleicht ein bisschen außerhalb zu machen, dass wir hier in der Mitte, in diesem Flussbereich, das alles relativ sauber lassen, denn hier wollen wir die Wohngebiete haben und dann außerhalb kommt dann so ein bisschen die Industrie hin. Und ich hoffe, dass das dann so passt von der Versorgung her. Wir ändern hier mal eben kurz das Radio. Ich hoffe nicht, dass da die ganze Zeit das Gequatsche kommt. Ist zwar zwischendurch ganz witzig, aber das brauchen wir jetzt gerade nicht. So, also wir haben hier die Wasserversorgung. Dann brauchen wir da natürlich eine kleine Straße hin. Übrigens, und das ist auch richtig gut, man sieht es, wenn man hier drüber hovert, da wird es auch schon angezeigt, an den Straßen oder unter den Straßen läuft Strom und da läuft Abwasser, Zuwasser, also das läuft alles hier an den Straßen. Das ist ein Riesenunterschied und deswegen müssen wir auch hier die Straße haben. Wir machen mal hier vielleicht so ein kleines T-Stück. So, das Ding ist versorgt und dann ziehen wir das auch einfach straight up hier durch den Wald. Machen wir das mal schön auch im rechten Winkel, da haben wir es, 90 Grad. Hier drüben werden schon angezeigt die Linien, diese Hilfslinien. Warte mal, haben wir das da immer noch? 90 Grad Winkel, genau, kann ich das halten? Da kommen dann schon diese Hilfslinien, die dann sagen, jawohl, jetzt bist du genau in der Mitte. Und jetzt könnten wir hier hin schön mittig auch connecten. Und dann haben wir das hier ordentlich gebaut. Dann sieht das wieder ganz vernünftig aus auch. Ja, hier mache ich, glaube ich, erstmal keine Häuser und sowas alles hin. Das lassen wir alles frei. Das muss ja auch nicht. Oh, ein bisschen leiser die Musik. So, ich glaube, so geht das. Genau, das heißt, hier haben wir den ersten, oder hier ist die erste Connection. Wenn wir mal auf Strom gehen, sehen wir hier schon die Stromleitung. Und bei Wasser sehen wir hier altes Wasser, neues Wasser, Frischwasser und Abwasser. Das ist auch alles da. Das ist auch alles hier versorgt. Und ja, jetzt brauchen wir Strom. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, okay, wir nehmen einfach Strom.
von diesen Überlandleitungen. Das müssen wir dann aber bezahlen. Und je nachdem, wie groß die City ist, ist, sagen wir mal, für einen Staat wahrscheinlich eine Möglichkeit. Aber je nach Größe der Stadt muss man dann auch wirklich gucken, ob man nicht einfach selber mal ein Kraftwerk baut. Und weißt du was? Ich glaube, ich nutze das jetzt einfach für den Anfang. Ja, bis ich dann ein bisschen außerhalb das erste Kraftwerk auch nutzen kann. Wir nehmen mal jetzt hier für Strom einfach hier ein Umspannwerk. Das stellen wir einfach hier hin. So, bisschen auch von der Hauptstraße weg. Und jetzt connecten wir hier an das Umspannwerk. Und hier sehen wir auch schon, am Umspannwerk ist das ja quasi direkt mit der Straße verbunden. Und dementsprechend können wir jetzt hier noch einen Mast hinziehen. So, und dann machen wir dann noch einen. Und zack, wir sind connected. Wir haben Saft. Und der müsste jetzt auch gleich schon fließen. Ich mache mal die Pause aus. Das heißt, das müsste gleich eigentlich anfangen zu laufen. Da läuft es, zack, zapp. Und es geht rüber. Es müsste eigentlich auch in die Richtung laufen, wenn die da hinten Strom brauchen. Vielleicht brauchen die auch keinen Strom. Aber dann geht es los. Und gleichzeitig startet jetzt natürlich hier direkt die Bauphase für die Grundstücke. Die brauchen jetzt bloß noch Abwasser. Also machen wir schnell Stopp und gucken jetzt nach Abwasser. Wo schicken wir unser Abwasser hin? Jetzt wäre das natürlich nicht so schlecht, wenn wir das hier alles an einem Ort hätten. Wir schauen mal eben nach. Wasserpumpstation, Abwasseraufbereitungsanlage. Und auch hier zählt wieder immer mal wieder ein bisschen mehr Platz lassen für sowas. Ich mache die mal auf die andere Seite hier. Immer mal ein bisschen Platz lassen, denn hier war ja gerade auch das Grundwasser. Und Platz lassen, weil solche Gebäude, die haben immer wieder auch noch Erweiterung. Hier das Wasserwerk jetzt, die Wasseraufbereitungsanlage hat hier zum Beispiel dieses fortgeschrittenes Filtrationssystem. Oder hier zusätzliche Verarbeitungseinheit. So, ob wir das jetzt schon brauchen, das muss man dann sehen. Hier sieht man Unterhaltskosten im Monat, also was das alles kostet und so weiter. Weil wir da ja jetzt gerade keine Sorgen mit haben, baue ich das einfach daneben. Wenn man das natürlich jetzt in einem anderen Modus macht, da muss man natürlich schon gucken, kann man sich das jetzt schon leisten oder nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten baue, denn wir haben ja noch andere Sachen. Wir haben das hier auch noch. Und das muss ja auch alles irgendwie passen. Ich mache das mal so, diese komischen Winkel da vorne, die irritieren mich gerade. Ich mache das mal dahin. Und auf der anderen Seite machen wir mal das dahin. So, das heißt, wir haben jetzt hier das komplette Klärwerk. Wassergeneration, oder wir bekommen Wasser, es wird aufbereitet, es kommt hier ins System. Wir haben Strom, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Sollte zumindest. Und da verschwindet es, genau. Wir gucken nochmal rein, jawohl. Abwasser fließt auch. Leitungen sind alle da, sind in Bewegung. So soll das sein. Perfekt. Jo, dann geht das jetzt weiter. Die bauen sich jetzt hier schön Stück für Stück auf. Und die ersten Siedler kommen jetzt hier sozusagen rein. Die ersten Bewohner kommen jetzt hier ran. Und die brauchen natürlich verschiedene Sachen. Ich lasse anfangs erstmal hier unten das alles auf die, ich sag mal, die etwas besseren Wohngebiete. Das lassen wir erstmal hier unten, da können die jetzt schön bauen. Und dann machen wir hier oben, machen wir auch mal so einen Bereich mit Industrie hin. Denn wir sehen eben hier in dem Bereich, jetzt wächst hier Stück für Stück immer mehr der Bedarf an Gewerbe und der Bedarf an Industrie. Die Industrie, die werden wir auf jeden Fall gesondert machen, weit weg von hier. Aber das Gewerbe, das werden wir hier hinbringen. Und da sehe ich hier so diese Area schon für. Immer in der Nähe von der Autobahn, dass die gut versorgt werden können. Und dann klicken wir mal hier rein und haben hier sogar nochmal eine zweite Möglichkeit. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal nutzen, vielleicht in einem extra Projekt. Das ist so eine Art, ja, ich sag mal so eine Art Fußgängerzone. Das heißt, du hast unten Gewerbeeinheiten, oben drüber Wohnung, wie in verschiedenen großen Städten halt auch.
Und da werden wir dann eine extra Fußgängerzone machen. Ich weiß noch nicht, ob wir das hier machen. Ich denke eher, dass wir es vielleicht hier drüben dann machen, mal in Duisburg. Hier kommt ja dann Duisburg hin. Hier ist Moers. Bisschen klein, aber wird schon reichen. Und dass wir da dann vielleicht einfach mal starten mit einer Fußgängerzone und dann gucken, wie wir die dann versorgen. Denn das Ganze, ja, müssen wir, glaube ich, ein bisschen später machen. Denn das sind richtig, richtig große Gebäude hier mit sehr, sehr vielen Wohneinheiten. Und das darf man einfach nicht zu früh machen. Kann man ja auch noch nicht so früh machen. Wird ja im normalen Spielbereich auch erst spät freigeschaltet. So, Gewerbe, normales Gewerbe hier. Das machen wir mal hier in diesen inneren Bereich. Fangen wir mal an hier. Machen wir mal das hier als Gewerbefläche. Das heißt, damit können die jetzt anfangen und loslegen. Wir sehen hier, Gewerbe nimmt ab. Der Bedarf an Gewerbe nimmt ab. Das ist gut. Und dann brauchen wir aber zusätzlich noch hier Wohnungen nach mittlerer Dichte und hohe Dichte. Also einfach nochmal ein bisschen günstigere Wohnfläche. Das brauchen wir auch. Und das heißt, wir machen hier hohe Wohndichte, mittlere. Nee, das sind billige Mietwohnungen, mittlere Wohndichte. Das haben wir hier auch nochmal. Wir machen das mal hier direkt im Anschluss. Oder machen wir hier die hohe? Wir machen mal hier die hohe Wohndichte. 1, 2, 3, 4. Und wir machen hier ein bisschen abseits. Oder machen wir das mal hier in diese zweite Reihe. Machen wir mal diese Wohnen. Diese Einheiten, diese Wohneinheiten. Von beiden Seiten. Also erste Kategorie, zweite Kategorie und so weiter und so weiter. Wir sehen hier, das sinkt drastisch runter. Aber es steigen jetzt immer noch der Bedarf nach normaler Wohnung. Aber bevor wir das jetzt hier weiter bauen, das weiter ausgebaut wird, brauchen wir eben noch dringend auch solche Sachen hier. Parkplätze. Und das ist richtig, richtig cool. Das finde ich mega gut. Wir brauchen Parkplätze. Bevor hier weiter gebaut wird, platzieren wir hier einfach mal mittendrin einen Parkplatz. Und genauso auch hier mittendrin, beziehungsweise hier, machen wir sogar zwei Parkplätze. Da und da. Das sind die Parkplätze. Das baut sich jetzt so langsam Stück für Stück auf. Aber jetzt haben wir hier Parkplätze, das ist schon mal wichtig. Und dann brauchen wir, das haben wir. Parkplätze haben wir und dann brauchen wir natürlich sowas wie Müllentsorgung und Gesundheit noch. Das kommt natürlich auch Stück für Stück. Im Straßenbereich haben wir, glaube ich, alles Wichtige. Eine super Änderung, oh, richtig, richtig gut, ist ja das hier. Das Platzieren von Kreisverkehren, den machen wir nämlich gleich mal direkt hier hin. Das ist ja hier der zentrale Punkt. Und hier machen wir, bevor alles bebaut ist, mal einen schönen, entweder so ein klein, ne, man kann das einfach anpassen, oder halt so einen richtig schönen großen Kreisverkehr. Das machen wir auch. Die haben manchmal so ein bisschen, je nach Winkel, da seht ihr so ein bisschen komische, vielleicht liegt das auch an meinen Grafikeinstellungen, aber so sieht das doch ganz gut aus und die Leute rennen hier rum. Allgemein muss man sagen, grafisch doch sehr anspruchsvoll. Wenn ihr da ein bisschen Theater habt, auf jeden Fall mal so ein bisschen an sowas rumstellen wie Wolken oder Wasserreflexion und sowas. Da kann man, glaube ich, ein bisschen dran sparen. Option, ich schaue das, guck mir das gerade nochmal eben an, in den Grafikeinstellungen. Genau, Wolkenqualität habe ich sogar deaktiviert. Deaktiviert, Nebel auch deaktiviert. Genau, also sowas alles raus. Bewegungsunschärfe habe ich auch deaktiviert, dass das raus ist. Und dann hier bei den Erweiterern könnte man sogar noch mehr detaillierter reingehen. Aber dann läuft das schon mal deutlich flüssiger hier alles. So, bisher sieht es gut aus. Das sieht auch wirklich gut aus. Und wir brauchen jetzt noch, damit sich die Leute auch noch wohlfühlen, brauchen wir zum einen eine Polizei und eine Feuerwehr. Wir fangen erstmal klein an. Das reicht jetzt hier für unser Dorf. Da reicht das völlig. Wir fangen hier mit der... Na, ich hoffe, das reicht vom Platz, aber sollte. Gegenüber machen wir direkt die Polizei. Passt das? Ist die zu groß? Die ist zu groß.
Dann stellen wir dich hier drüben hin. In dem Bereich. Polizei ist da, Feuerwehr ist da. Sehr gut. Hier gibt es dann noch so Sachen, ne? Verwaltung. Mit einem Sozialamt, einem Rathaus, eine Zentralbank. Also das, was dann halt später für eine richtig große Stadt vielleicht noch interessant wird. So, Ärzte brauchen wir. Medizin brauchen wir natürlich auch noch, damit wir einmal hier alle Basics haben. Wir stellen hier einfach mal einen Arzt, den machen wir mal hier hin. So, auch richtig schön zentral, damit hier alles versorgt ist. Und dann benötigen wir eigentlich nur noch Bildung, und zwar die, machen wir erstmal die normale Bildung. Und ihr seht, wie groß die Gebäude halt werden. Deswegen ist das eben wichtig, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem Platz lassen. Wenn man hier eben, ne, das zu schmal baut, hat man einfach ganz schnell Platzprobleme und muss dann wieder einiges abreißen. Also noch geht es hier. Aber im Großen und Ganzen muss man wirklich auf richtig viel, ja, einfach weiträumiger denken. Das Ganze viel größer planen, weiträumiger planen, damit man da lockerer zurechtkommt. So, jetzt gerade nochmal überlegen. Haben wir alles? Haben wir alles? Wir haben alles bis auf Industrie. Industrie, und das wird ja hier unten auch gefordert. Wohnfläche noch. Normale Wohnfläche. Die machen wir aber später mal vielleicht hier hinten noch weiter. Hier machen wir noch was anderes. Das können wir hier noch ein bisschen weiter fortführen. Oder hier im Großen und Ganzen will ich das ja hauptsächlich hier eben als Wohngebiet haben. Dass wir die ganzen Städte jetzt hier im Ruhrgebiet als Wohnfläche haben. Und dazwischen kommt dann die Industrie. Aber soweit passt das. Wasserversorgung ist da. Bildung einfach ist da. Medizin ist da. Wir brauchen noch ein Krematorium. Gestorben wird auch. Natürlich. Und im Bereich Entsorgung, wenn wir gerade dabei sind, brauchen wir natürlich auch noch Müllentsorgung. Passt das hier? Würde noch passen, ne? Ja. Würde noch passen. Also, das ist soweit okay, das Krematorium, das reicht. Und dann brauchen wir jetzt hier, wie gesagt, noch eine Müllentsorgung. Und das wird wieder etwas tricky. Denn da haben wir es natürlich mit den übelsten Gerüchen zu tun. Und ja, wie wir ja schon gesehen haben, der Wind, der bläst dann die Gerüche. Also würden wir sie hier hinbauen, die Müllentsorgung, ich sag mal locker bis hier drüben hin. Also es ist schon ein Riesengebiet, was dann geruchsmäßig belastet wird. Von daher muss man das echt gut planen und wirklich gut überlegen, wohin das geht. Vielleicht kriegen wir das sogar hier drüben über die Autobahn rüber. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Und wir platzieren das dann hier. Ich muss aber schnell auf Google Maps gucken. Wir haben neben Krefeld, da wäre dann noch irgendwann noch Kempen, Niederrhein und sowas alles käme noch hier vielleicht hin. Platz wäre noch da. Oder wir machen hier einfach noch ein bisschen Industrie. Und ich glaube, wir machen Industrie. Und bevor wir das machen, müssen wir nochmal eben schauen, was es hier gibt. Fruchtbare Böden. Gibt es hier etwas, was ideal ist für diese Area hier? Da wird nichts angezeigt. Hier gibt es Öl. Aber ansonsten fruchtbare Böden. Hier in dem Bereich. Alles klar. Hier, wo wir bauen. Ja, schade. Das geht dann halt nicht. Aber ansonsten haben wir hier die Möglichkeit, also die Entsorgung zu machen. Und das machen wir natürlich auch noch. Bedeutet, wir nehmen hier jetzt nochmal eine Straße, so eine kleine Gasse nur, und setzen die hier mal rüber. Und dann machen wir hier nochmal eine Brücke drüber. Und dann gehen wir hier auf Plus, erhöhen das Ganze mal auf 20 Meter. So, dann geht das schon direkt, na, machen wir mal nur 10 Meter. Steil nach oben. So, dann geht das hier rüber. Sind wir hier im guten Winkel? Ja, passt doch eigentlich, ne? Und dann können wir hier wieder runtergehen. Zack. Und dann sind wir angekommen. So. Und dann geht es von hier aus mal so ein ganzes Stückchen weit weg. Also wirklich ein ganzes Stück weit weg. Und dann machen wir hier hinten die Mülldeponie. Und sollte das zu viel werden, müssen wir das einfach nochmal ändern. Also Entsorgung, Recycling.
Hier haben wir jetzt einiges. Wir haben die Mülldeponie, Verbrennungsanlage, Recyclingzentrum und so weiter. Aber das kommt alles später. Wir fangen einfach an mit der ganz normalen Deponie. Ihr seht hier schon mal den Radius auch. Auch das wieder richtig groß. Und jetzt haben wir hier hinten auch noch quasi, ja, wie groß unsere Deponiefläche wird. Man kann das auch nochmal abbrechen. Und wenn man dann reinklickt, nochmal eben hier, wo war es? Hier ist es, auf dieses Feld gehen. Und dann klickt man hier die Winkel nochmal einzeln an. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, das so ein bisschen ziehen. Und sagen, wir machen jetzt hier mal, wir ziehen das vielleicht hier einfach mal groß. Machen das von hier. Und dann machen wir hier den nächsten. Den machen wir jetzt hier so hin. So. Und dann machen wir hier nochmal so einen Knick. Dann ist das jetzt hier die Fläche komplett Mülldeponiefläche. Und das können wir natürlich auch nach Belieben erweitern. Oder ja, wie es halt gerade passt. Auch da immer wieder ein bisschen aufpassen. Auch das Teil hat natürlich Erweiterung. Das heißt, wir haben hier für Müllwagen mehr Platz oder Sondermüllsammelstelle. Das richten wir dann am besten auch noch direkt ein. Das machen wir noch direkt daneben. Machen wir die Straße ein bisschen weiter. So. Und dann haben wir hier eigentlich schon alles. Also, Entsorgungshof ist alles da. Mülldeponie läuft. Das haben wir. Die sind alle versorgt. Und das eben automatisch eben hier über die Wasserversorgung, also über die Straßen, mit Wasser versorgt, mit Strom versorgt. Und so langsam wächst es im Ruhrgebiet. Jetzt gerade hier noch in Moers sind wir, genau. Hier wird auch noch fleißig gebaut. Und hier kommen schon die ersten Reihenhäuser. Na guck, Mehrfamilienhäuser werden jetzt hier langsam hochgezogen. Sehr gut. Also, gar nicht so schlecht. So soll das doch sein. Hier ist auch die Industrie, das wächst auch. Hier sind die ersten Fahrzeuge auf den Parkplätzen. Das ist immer wichtig, dass hier eigentlich möglichst viele Fahrzeuge von den Straßen runter sind. Denn es gibt auch noch einiges mehr an städtischen Gebäuden. Sowas wie Straßenwacht und. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Also, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und wir machen jetzt einfach hier Stück für Stück den Ausbau des Ruhrgebiets. Also, bis zum nächsten Mal. Frohes Schaffen, seid kreativ. Und bastelt ein wenig in City Skylines 2.